Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir haben inzwischen sämtliche Kontrollsiegel aktiviert und müssen uns jetzt nur wieder zurück in den Inneren dieses Ungetüms wagen, um ja die Steuereinheit zu aktivieren und uns des letzten Ganons vor Fluch zu stellen. Ich bin schon etwas aufgeregt, muss ich sagen. Ah ja, da können wir wohl einfach runterspringen. Jawoll. Und dann sehen wir doch da auch schon wartend und vorfreudig die Steuereinheit. Komme ich denn da hin jetzt so? Mal checken wir das mal aus. Ich habe ein bisschen Sorge. Ich glaube nämlich nicht. Oh, was war das denn? Oh, die Steuereinheit ist eh irgendwie verdreht. Oh. Ja, das haut so ja nicht hin. Da müssen wir das Mittelstück mal ein bisschen drehen, ne? Ein bisschen drehen. Da sind eh auch noch zwei Kisten, die man sich eigentlich noch schnabulieren müsste, ne? Muss ich mal gucken, in welche Richtung drehen wir uns. Dann bin ich jetzt das da... Mal eben gucken. Ich stehe jetzt auf dieser Seite und es geht in diese Richtung. Uppala. Oh nein, oh nein, oh nein, versagt. Ich habe versagt. Scheiße. Ich habe eindeutig massivst versagt. Massivst. So, bitte nochmal drehen. Zwei Kisten, ne? Die sind eigentlich sind sie mir ja egal, ne? Aber irgendwie ja auch nicht. Ihr wisst ja, wie das ist. Will die jetzt haben? Nein, 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 oh. Nicht versagt. Nice. So. Jetzt ist da nur Scheiße drin. Achtung. Eine antike Achse, oder? Das geht ja sogar. So, und wo ist die zweite Kiste? Die ist irgendwo... Wo ist sie denn? War hier nicht noch eine? Ich wäre jetzt der Meinung gewesen, da ist noch eine. Aber gut. Ist nicht so schlimm. Wandern wir einfach erstmal munter weiter. Oh. Ah ja doch. Oh. Oh, oh. So, na siehst du. Ritterbogen. Schnellfeuer. Dafür ist in der Tasche kein Platz mehr. Warte, 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 warte. Gleich schon. Was können wir denn mal wegschmeißen? Ritterbogen. Den hier. Tschüss. Ich nehme alles. Hauptsache es war in einer Kiste, ja? So, Ritterbogen erhalten. Läuft, läuft, läuft. Und jetzt müssen wir noch einmal. Und dann ist es Zeit, das Kontrollsiegel zu aktivieren. Bombs. Sieht irgendwie nicht... Sieht so einsam aus. Ich glaube, wir sollten vielleicht das Ding noch ein bisschen umplatzieren. Es sei denn, das machen die automatisch für den Endgegner. Und momentan, wenn wir jetzt runterfallen, kommen wir nicht wieder hoch. Das ist, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen kacke, ne? Ich check das mal eben. Bombs, Bombs. Wahrscheinlich müssen wir das wirklich alles wieder in Ausgangspositionen bringen. Dass wir hier einen normalen Aufweg haben. Genau, da ist er auch schon. Zack, das ist doch schon besser. Und auf der Rückseite machen wir genau das Gleiche. Und ich würde sagen, dann sind wir auch gleich Endgegner bereit. Ja, wir essen nochmal ein Maxi-Gericht, um uns ein bisschen zu stärken. Und dann ist es soweit. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wobei ich denke, ich muss zugeben, ich kenne den Clou schon, weil ich habe es bei Schatzi gesehen. Trotzdem bin ich aufgeregt, weil jetzt mache ich das zum ersten Mal selber. So, mal sehen. Ich konnte mich leider nicht komplett vor Spoilern schützen. Das ist manchmal, ne? Wenn man so zusammen wohnt und jemand spielt auf einem großen Fernseher direkt neben dir, während du Pokémon spielst, Zelda, was soll man denn tun? Man bekommt dann manchmal was mit. So. Okay, also, untersuchen wir das Ding mal. Checken wir doch mal, was passiert. Also, ich weiß auf jeden Fall... Den einen Hint, den wir machen müssen. Aber den will ich euch noch nicht verraten. Und ansonsten bleiben wir einfach bei der Taktik. Wir kloppen da mal munter drauf. Das wird schon irgendwie funktionieren. Okay. Das Übliche. Hallo. Ich bin's, der Blaufuchs. So, ich habe deine drei Kollegen schon fertig gemacht. Weißt du, jetzt bist du dran. Hoffentlich. Und gleich werden wir voll aufgerieben. Abwarten. Ja, da manifestiert sich irgendwie was ekliges, kuppeliges. Ganons Donnerfluch. Oh scheiße, warte, ich muss eben erstmal. Sei vorsichtig. Das Ding ist eine Kreatur Ganons. Ich konnte ja ihm vor 100 Jahren nicht mal einen Kratzer verpassen. Ja, er sieht doch echt scheiße aus. Ein bisschen aber unter Strom stehend, ne? Das hier ist nicht das Ende deiner Geschichte. Das spüre ich. Wenn sie das spürt, bin ich ja schon mal zuversichtlich. Dann gehen wir wahrscheinlich nicht drauf. So, Moment. Oh, wait, 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 wait. Er ist blitz. Okay, es muss kein schönes Bild sein, es muss einfach nur ein Bild sein, weil es muss da sein. Ganons Donnerfluch. Sieht jetzt nicht sonderlich hübsch aus.
verliere ihn nicht aus den Augen. Okay. Wie kann ich ihn hier oben anvisieren? Oh shit. Oh, das war das falsche Schwert. Ich sollte vielleicht das Master Schwert benutzen. Oh. Okay. Ich brauche die ganze Zeit meine Scheiße von Dingens auf. Von dem Goron. Egal. Einfach draufhauen. Oh. Was macht der jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Warum sind wir in diesem kleinen Loch drin? Kommt doch mal. Ich habe so Probleme, ihn auszuweichen, muss ich gestehen. Zum Glück habe ich diesen Goron-Movie, aber das ist jetzt auch vorbei. Aber gut, es hat uns genau geholfen, die erste Phase zu bestehen. Das war doch sehr hilfreich, dass wir diese Technik schon hatten. Okay, also normalerweise muss man ihn versuchen irgendwie auszuweichen, aber der war so schnell und die Kamera war so merkwürdig, dass ich ihn nie gesehen habe. Deswegen weiß ich offensichtlich nicht mehr, wie man ausweicht. Wie weicht man denn aus? Oh, scheiße. Ah ja, okay, jetzt kommt hier die zweite Phase. Da sage ich euch, was wir tun müssen. Wir müssen uns... Oh, voilà. Mann, wir müssen uns so einen Metallsplitter nehmen und ihn in seine Richtung halten. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Wo ist er denn? Da. Los, hier, da. Ja, perfekt. Dann wird er nämlich kuppelig und dann können wir ihn hauen. Ausweichen, ausweichen. Wie geht das? Oh, okay, ich habe irgendwas gemacht. Ich habe echt vergessen, wie man ausweicht, Mann. Das gibt's doch nicht. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Mein Schwert ist weg. Warum ist mein Schwert weg? Mein Masterschwert ist weg. Wie kann mein Masterschwert weg sein? Es ist verschwunden. Okay. Why? Why ist mein Masterschwert weg? Scheiße. Mein Masterschwert ist weg. Why? Geht so. Ich würde gerne hauen, aber er ist zu weit oben. Und ich weiß nicht, wie man ausweicht, weil ich dumm bin. Ah. Ich hab's rausgefunden. Mach ich aber, mein Masterschwert ist weg. Wo ist es hin? Ich hab das verloren oder was? Ich wollte gerade checken, ob das hier irgendwo hingefallen ist. Wo ist der Mowgli? Oh, ausweichen! Mann, Link! Mein Schild ist auch, glaube ich, weg. Kann das sein? Nee. Also Blocken habe ich schon mal gefunden. Ich bin so dumm, ich weiß es wieder. Oh, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ach, scheiße, Mann. Aber wir leben ja noch ganz gut. Ich habe seine Nähe einfach ausgenutzt. Jetzt hau ich einfach drauf, bis sein Schild kaputt ist. Komm her, du. Himmel. Komm her, du. Wenn ich mein Masterschwert hätte, wärst du schon im Arsch. Ich weiß noch nicht, wo das hin ist. Mit das Schwert, was habe ich noch? Königs Zweihänder ist nicht gut. Wir brauchen irgendwas. Ja, nehmen wir nochmal das Schwert. Würde ich gerne anvisieren, aber... Das geht irgendwie nicht. Was macht er denn jetzt? Munter auf sein Schild, bis es kaputt ist. Und jetzt wird draufgeballert, bis nichts mehr geht. Komm her, du! Moni, er wird aggro. Oh, 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 oh. Oh, oh, nein, okay. Kann man die zurückschlagen, diese Bälle? Wahrscheinlich nicht. Ich versuche, ihm auszuweichen, aber es ist irgendwie... Ich versuche gerade momentan seitlich wegzuspringen. Oh, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt haben wir ihn. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Jetzt ist sein Ende genaht. Sein Ende ist genaht. Okay, das sagt man so nicht. Sein Ende ist nah. War es das jetzt oder kommt jetzt die nächste Form? Nein, ich glaube, das war's.
Wo ist mein Masterschwert hin? Frage für einen Freund, es ist einfach verschwunden. Ich hoffe, das taucht gleich wieder auf. Ich brauche dieses Schwert, das ist ein sehr gutes Schwert. Musst du denn nicht so ewig zerkuppeln? Tut es denn Not? Also schön war das nicht. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Da habe ich erstmal ein Stückchen Kaffee für verdient, würde ich sagen. Diesen Kampf kann man wohl auch besser gestalten. Vor allen Dingen wundert mich das. Normalerweise macht er viel öfter diesen Metallscheiß da, dass man so einen Metallsplitter nehmen muss und in die Fresse reiben muss. Das kam nur einmal. Das war sehr wenig. So, ich muss kurz mal mein Mikrofon bewegen, falls ihr seltsame Geräusche gehört habt. Daran lag das. Ein Herzcontainer! Na, siehst du. Sammeln wir den erstmal auf. Herzcontainer, ein wertvoller Gegenstand, der nur dem verliehen wird, der die Prüfungen besteht. Erhöht die Maximalanzahl deiner Herzen. Dun, 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 dun. Bing. Aus geht hier voran, ne? So. Dann wollen wir das Ganze hier mal zu einem Abschluss bringen. Wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titanen nicht mehr betreten. Ist nicht weiter schlimm. Aktivierung dennoch fortsetzen. Jawohl, mach mal. Eins am anderen hier munter wegaktivieren. Nicht schlecht, Kleiner. Ich hab's wohl dir zu verdanken, dass meine Seele wieder frei ist. Und Naboris haben wir auch zurückerobert. Dann ist es soweit. Jetzt kann ich endlich diese Mission zu Ende bringen. Wir Gerudo machen äußerst ungern halbe Sachen. Urbosa, Recke der Gerudo. Du wirst in Schloss Hyrule gegen Ganon antreten, nicht wahr? Ich kann den Moment kaum erwarten. Dieser Titan wird bereit sein. Bei unserem Angriff wird ihm Hören und Sehen vergehen. Ach ja, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Meine Fähigkeit. Urbosas Zorn. Bist du bereit, sie zu empfangen? Ich ja, was hoffe, macht sie? Du bist stark genug dafür. Ja, das passt schon. Ich sammle alles in mir auf. Das ist gar kein Problem. Flupp, das sah ja geil aus. Eben reingeschnipst. Elektrifizierend. Was uns zugestoßen ist, du und die Prinzessin, ihr habt euch sicher Vorwürfe gemacht. Aber das alles musste so kommen. Gebt euch nicht die Schuld dafür. Bitte, würdest du ihr das von mir ausrichten? Sag Wenn ihr, ich sie sehe. Dass sie sich keine Sorgen machen soll. Und dass sie stolz auf sich sein kann, ja? Pass für mich auf sie auf. Und, naja, auf Hyrule auch. Und da lösen wir uns mal wieder auf. So, damit haben wir alle Titanen beendet. Ich fasse es nicht. So ist also 140 Folgen, ne? 41 jetzt. Das ist schon ordentlich für vier Titanen. Wir sind noch nicht durch, ne? Also wir haben noch ein paar Sachen haben wir noch zu machen. Vor allen Dingen die wichtigste Quest, Kashiwa wieder nach Hause bringen. Ich will, dass der gute, süße Vogel wieder bei seiner Familie ist. Deswegen, nächster Schritt ist, Kashiwa nach Hause bringen. Ne? Ich glaube, da müssen wir auch nur noch eine Mission machen. Ich glaube, es ist nur noch dieses gekrönte Tier. Mann, war das peinlich. Aber jetzt sind wir ausgerüstet. Wir haben mehr Ausdauer. Wir haben eine Schleichrüstung. Und vier Titaner von seiner Seite. Mal sehen, wo das Ding sich hin platziert. Um Ganon zu behaken. Ach, da oben drauf. Okay, wie ist es darauf gekommen? Wie ist es darauf gekommen?
Nauru. In unseren alten Liedern wird sie als Weise der Gerudo besungen. Nach ihr wurdest du benannt, Naboris. Auch du bist ein stolzes Mitglied unseres Stammes. Eine echte Gerudo. Vor 100 Jahren sind wir ihm schmählich unterlegen. Das darf sich nicht noch einmal wiederholen. Wird es nicht. Das passt diesmal. Glaub mir. Die Verheerung Ganon. Es gibt Geschichten, die sagen, Ganon sei ursprünglich ein Gerudo gewesen. Deshalb müssen wir beide alles geben, um ihn aufzuhalten. Alles. Bei unserer Ehre als Gerudo. Verlier Ganon keine Sekunde aus den Augen. Wenn Link ihm gegenübersteht, werden wir ihm zeigen, was verheerend wirklich bedeutet. Ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht. Ja, ich glaube, es wird auch, glaube ich, langsam etwas ungemütlich da in diesem Schloss, oder? Wenn er von 4 riesigen Titanen mit Laserstrahlen behagt wird, das kann nicht angenehm sein. Aber ich bin halt nicht gern und vielleicht findet er es sogar ganz angenehm. Vielleicht kommt das so massagemäßig rüber, wer weiß. Wer weiß. So, da sind wir wieder. So, wir hatten noch eine dringende Mission. Urbosas Zorn enthält die wütende Macht Urbosas. Gewaltige Blitze gehen auf die gesamte Umgebung nieder. Halte zum Aktivieren Y gedrückt. Link. Ja? Link. Ja, ich höre dich. Ich danke dir. Du hast alle Titanen zurückerobert und die Seelen der Recken erlöst. Sie werden bereit sein, wenn du in Schloss Hyrule gegen Ganon kämpfst. Und ich? Ich warte auch auf dich. Okay, das dauert auch noch ein bisschen, weil, ne? Dauert noch ein bisschen. So, Moment, ich muss erstmal wieder rausfinden, wie man das Menü bedient. So, nachdem ich das dann geschafft habe, suchen wir uns unsere Klamotten raus. Wir wollten nochmal rausfinden, was passiert, wenn man als Dame zunächst einmal in diese Gerudo-Festung hineingeht und sich innen drin umzieht. Ich tippe ja auf Klopperei mit den Wachen. Das möchten wir eben rausfinden. Das habt ihr jetzt gar nicht gemerkt, dass ich mich vor euch umgezogen habe, ja? Das ist euch nie aufgefallen. Nein? Cool. Wir bringen eben den Quest noch weg und dann werden wir das mal machen. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt durch den Quest gleich die Erlaubnis, uns frei hier zu bewegen. Das wäre ein bisschen scheiße. Who knows? Diddling. So, Manto. Du, ich hab's geschafft, ne? Titan ist wieder tutti frutti alles. Oh, du bist zurück. Ja, ich bin froh, dich gesund und munter wiederzusehen. Wirklich, wirklich froh. Naboris ist an seiner alten Position zurückgekehrt und der Sandsturm hat sich endlich gelegt. Was aus der Gerudo-Verheerung wird, werden wir sehen. Aber zumindest ist mein Volk jetzt von Naboris sicher. Da drin ist der Lohn für deine Hilfe. Ich hoffe, die Sachen gefallen dir. Diese Ausrüstung ist der Stolz unseres Stammes. Einst hat die große Urbosa sie genutzt. Als ihr Freund ist es nur recht, dass du sie nun verwendest. Dim, dilim. So, was haben wir denn Schönes? Donner-Titan war Naboris geschafft. Schatzsäbel, Urbosas legendäre Waffe. Wenn sie damit kämpfte, sollen ihre Bewegungen einem Tanz gleichgekommen sein. Scheiße, der hat reingepasst. Wo ist mein Masterschwert? Ohne Spaß, Leute. Mein Masterschwert ist weg. Wie kann das sein? Das kann doch nicht sein. Aber mein Masterschwert ist weg. Es ist einfach weg. Wie kann es weg sein? Dafür ist in der Tasche kein Platz. What the fuck? Mein Masterschwert ist weg. Okay. Ich bin etwas in Sorge, muss ich sagen. Ja, ist ja gut, Hahn. Stress mal nicht. Was ist das hier oben für ein Schild? Sora-Schild weg damit. Da kommt jetzt das Schatzschild rein. Frage trotzdem. Holy shit, ist das normal? Okay, das werden wir im nächsten Part ergründen. So, jetzt, ich werde mich erstmal noch nicht zu sehr darüber wundern. Ich bedanke mich jetzt an dieser Stelle erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst über eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.